Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar dachte ich, ich bin gerade so dabei, hier das Futter umzusortieren, in Behälter umzufüllen und so weiter. Und ich dachte, ich kann euch gleich zeigen, was ich denn eigentlich alles besitze. Und ja, da fangen wir auch gleich mal an mit dem hier, was hier vorne steht. Und zwar ist das so ein etwas größerer Behälter, wo so Kräuter reinkommen. Das ist ein Mix von Newt Air Farm gewesen. Den ich aber in der Regel nur den Mäuslein fütter, weil da so Sachen drin sind, die eher nur für die Mäuse geeignet sind. Aber das ist jetzt fast leer. Und ich habe noch anderes angesammeltes, was ich da jetzt einfach mit reinpacke. Einmal von Dein Bestes kennt eigentlich jeder. Den Löwenzahn mit Ringblumen-Mix. Den hat meine Mutter aus der M mitgebracht. So. Passt. Ist drin. Mische ich vielleicht auch mal ein bisschen mit dem vorherigen. Obwohl ich das oder so alles durchschütteln werde. Denn es kommt jetzt noch was rein. Und zwar von Löwenzahn, an Löwenzahn-Karotten-Mix von Vitakraft. Ja, den essen die eigentlich nicht so gerne. Also die mögen andere Kräuter mehr. Aber so essen sie ihn vielleicht mal, wenn ich ihn hier dazu... Ich muss jetzt mal gucken, ob das überhaupt alles reinpasst, aber ist zwar dann voll, aber es passt. So. Dann machen wir das Ganze zu. Und schütteln das Ganze. Ja, okay, das ist nicht gut verteilt. Da muss ich später ein bisschen durchmischen. Das sind dann die Trockenkräuter. Ist jetzt wieder alles voll bis oben hin gefüllt. Die kriegen sie einfach oft nebenbei zugefüttert. Ja. Dann machen wir weiter mit der Kiste hier. Jetzt haben wir hier einmal ihr Hauptfutter. Das gerade von einer... Ich habe vergessen, was das ist. Das machen wir gleich. Wir machen es mit den anderen Sachen weiter. Denn da gibt es noch, was ich so sagen muss. Und zwar gibt es hier nochmal Mehlwürmer. Weil in dem Hauptfutter keine Eiweiße drin sind, habe ich nochmal extra Mehlwürmer gekauft. Die kriegen sie aber nicht so oft, aber dafür immer dann viel auf einmal im Gehege verteilt. Dann haben wir hier einmal Gemüsechips. Das ist jetzt noch Ratatouille, glaube ich, von Newt Air Farm. Ich gehe mal bald an Futter raus und werde da auch noch ein bisschen andere Sachen zumischen, weil die jetzt eigentlich nicht so draufstehen. Nur die Kaninchen haben sich so dran bedient. Dann haben wir hier getrocknete Früchte. Die verfütter ich nicht so oft. Vor allem, da stehen irgendwie auch nur die Kaninchen drauf. Ich weiß nicht, das Kaninchen sind so Allesfresser. So getrockneter Apfel ist dabei, glaube ich. Irgendwie man sieht Banane. Ja, eben getrocknetes Obst. Dann kommen wir zu ganz vielen Kürbiskernen. Und zwar die Lieblingsbäckerei meiner Rennmäuse sind Kürbiskerne. Sie können da 100 Milliarden Kilo von essen. Deswegen hatte ich da letztens etwas mitbestellt. Die sind so extra abgeführt. Die kommen wieder in die Kiste und die werden aufs Gehege draufgestellt. Die verfütter ich so. Und hier sind die dann halt nochmal abgepackt, falls da leer wird und ich dann nachfüllen muss. So. Dann kommen wir hier zu einem Riesenpack, das mache ich jetzt vorsichtig auf, weil ich das erst vor kurzem aufgefüllt habe und das bis oben randvoll gefüllt ist mit Buchweizen.
Und zwar ist das gerade fürs Zähmen und für Training und so weiter eine richtig gute Leckerei, weil sie eben klein sind und man da eher öfter verfüttern kann als bei sowas wie Kürbiskernen. Die sind nämlich ein bisschen größer und haben dann mehr Kalorien, aber die deswegen benutze ich Buchweizen da lieber. Und das ist halt zu viel, weil ich dann krass großes Pack bestellt habe. Voll mit Buchweizen. Habe ich so aus DM, das ist ein ganzer Kasten gewesen. Und deswegen ist das halt so viel gewesen. Jetzt können wir mal zu Futter, was für die Mäuse ist, sondern für die Meerschweinchen und Kaninchen. So ein Saatenmix, den geben wir denen ab und zu mal als Snack, kann man sagen. Jetzt kommen wir mal zum Hauptfutter. Zurück gleich her hier. Eins ist das ihr jetziges Hauptfutter von der Futterkrämerei. Das sieht ja aber, ist wie gesagt, fast leer. Und hier ist das Hauptfutter. Da werde ich das gleich mal zumachen. Dann können wir das auch entfernen, obwohl ich so Beutel aufhebe. So wieder verschließbare Beutel hebe ich eigentlich immer auf. Was ist denn das? Interessant. So. Das ist halt wirklich dicht und luftsicher. Und die Tüten hebe ich immer auf. Ich zeige euch noch bei der Kiste, weil das ein bisschen durcheinander ist. Und zwar habe ich einmal hier noch Dorikolben und ein paar kleinere Sachen, aber davon nicht mehr viel. Muss ich auch neu besorgen. Und hier habe ich noch so ein Knabberholz. Da fahren die Kaninchen richtig drauf ab. Am besten brauche ich noch nicht. Ich zeige euch jetzt erstmal, was in diesem Karton ist. Das ist. Ich habe einmal hier von der Erfahrung nochmal so ein Roll and Fun. Das habe ich schon im Gehege da hängen. Und das sieht man so schlecht im Gehege wegen der Beleuchtung. Die müssen wir noch ändern im Gehege. Ich habe jetzt mal Licht angemacht. Da. Die ist auch schon gut abgenutzt. Die fahren da voll drauf ab. Ja, deswegen haben wir davon noch eins, aber das dauert so oder so. Bis das leer ist, dann kriegen sie erstmal eine Pause davon. Deswegen. So. Jetzt können wir das Licht eigentlich wieder ausmachen. Okay, hier. Das ist das neue Rennmusfutter. Das haben wir jetzt von Futterparadies. Und da sind auch Proteine drin. Und ich finde es gut, dass halt nicht nur Mehlwürmer drin sind, sondern auch Gamma-Ros. Und, ja. Sind allgemein ziemlich viel von denen drin. Ja, das ist das nächste Futter, das ich hier verfütter. Das ist halt hier noch im Karton. Ich habe hier zweimal 500 Gramm bestellt gehabt, weil mir das andere zu groß war und deswegen 500 Gramm fand ich ganz gut. Da werden wir die Tüte noch mit zupacken. Da habe ich nämlich noch so eine Tüte. Ich hebe sowas einfach lieber auf, weil man das eh mal gebrauchen kann. Und ja, das war es auch eigentlich. Man merkt, ich muss ein paar Sachen auffüllen und da werde ich euch natürlich die ganzen Holes von zeigen. Ich freue mich schon auf das Zooplus-Unboxing, wo wir das auspacken werden. Ja, freue mich schon auf die nächsten Videos, die folgen. Dann bis zum nächsten Mal.